Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensagen am Fluss der Zeit. Und ja, wir sind immer noch in Nadoret unterwegs, haben hier auch noch eine Quest, und zwar die Rattenjagd, die wir noch abschließen wollen, und dann geht es zurück ins Jagdrevier. Und dann gucken wir dort mal, dass wir mit den Orks aufräumen. Aber erstmal will ich die Rattenjagd machen, dass wir hier in Nadoret mal fertig sind. Weil ansonsten haben wir in Nadoret wirklich nichts mehr. Also das ist Hammerberg, das hier ist die Filiason-Hauptstory, Hammerberg. Da müssen wir noch den großen Heiltrank irgendwie beschaffen oder ein Rezept, das wir selber machen können. Das ist die Elfin, die wir finden müssen. Kopfgeldjagd, das ist so eine Nebenquest. Den Effa-Tempel, den machen wir, nachdem wir im Jagdrevier fertig sind. Vorausgesetzt, wir werden nicht von Ogern total totgeprügelt. Ah, nun erstmal zurück zum dem Typen da, der uns wegen der Rattenjagd angeheuert hat. Ah, der ist auch schon. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit, diesen garstigen Wolfsratten Einhalt zu gebieten? Ja, das sind wir. Gut, ich bin bereit. Bringt mich zu ihnen. So, hier sind wir. Ich schließe nun die Tür hinter euch. Klopft dreimal, wenn ihr das Biest besiegt habt. Dann weiß ich, dass ihr es seid. Denn Ratten können nicht klopfen, nur kratzen. Okay, wir müssen die Wolfsratten töten und dann dreimal klopfen. Aber hier liegt erst einmal ein toter Söldner. Diese Wunden sind viel größer als die gewöhnlicher Ratten. Lasst uns vorsichtig sein. Ja, das sind wir definitiv. Okay, der hat schon mal 6 Dukaten. Einbeersäfte, Verbände und Fellarmschienen. Oh, war ich mal so schlecht für den Anfang. Und hier laufen ein Haufen Ratten rum. Okay, da ist gleich schon der Paratterich Paparazzi. Wie viele Lebenspunkte hat der? Oh, 400. Da müssen wir da auf den ordentlich drauf losgehen. Du wirst bei Sternstaub, Kuano. Was? Achtung! Und dann gucken wir mal, ob wir ihn verwunden können. Aber sieht nicht so aus, als ob er Wunden nehmen würde. Ei? Nö. Deswegen schießen wir lieber mit Pfeilhagel auf ihm. Das macht mehr Schaden, glaube ich. Angriff! Noch mehr Wuchtschläge. Ja. Und du, Kuano, du kümmerst dich mal um die Riesenratten. Dass wir die loswerden, weil da scheinen noch mehr zu kommen. Ja, nein, du sollst nicht die kleinen Ratten jagen, die uns fast nichts tun. Fallen ist noch eine Pfeilhaken und gleich noch ein Kugelblitz hinterher. Und dann sieht das schon mal ziemlich gut aus. Da kommt eine Giftratte. Ah, der Schaden war leider nicht ganz so gut, aber wir haben ihn schon mal ein Viertel abgezogen. Von seinem. Leben. Aua. Kuano, kümmere dich mal um die Ratte, die Pyrus angreift. Und dran brauchen wir nämlich nicht unbedingt. Ja. Und dann kannst gleich mal weiter mit Wuchtschlägen draufhauen. Komm schon. So, eine Finte, Kugelblitz. Ei. Achtung. Noch ein Pfeilhagel. Und der ist schon unter der Hälfte, sehr gut. Wir sind auch noch ziemlich gut dabei. Feier es mal die Vergiftung heilen. Das habe ich noch genug für einen Fulminictus. Dann setz noch mal Sternstaub ein, Kuano. Warum zur Hölle geht Vorgrim auf irgendwelche kleinen Ratten los? Und Feieres ist jetzt das Ziel von der großen. Ba'ia! Sanyasa! Na? Ich habe übrigens auch kein Ziel mehr, fällt mir gerade so auf.
Okay, haben wir etwa durch den Sternstaub alle unsere Ziele verloren? Komm, komm! Ja. So, du weg. Von Menictus, Wuchtschlag und mehr Pfeilhagel. Dann läuft das Ganze ja wie am Schnürchen. So, vier Lebenspunkte hat die Oberratte nicht mehr. Da müssen wir nur noch das Kleinvieh loswerden. Und ich bin vergiftet. Ja. Clarumporum. Und Quano, wird bitte für mich die giftige Riesenratte los, die mich angreift. Okay, die große Ratte ist tot. Jetzt fehlen nur noch die paar Kleintiere da. Ja. Ah, die kriegen wir auch noch platt. So, noch die eine giftige und also noch diese kleinen Ratten. Damit ist das Rattenproblem ein für alle Mal erledigt. Ich hoffe zum letzten Mal. Zum Erledigen. Die könnten wir eigentlich theoretisch ignorieren. Geben die überhaupt Erfahrung? Nö. Aber wir können mal Vorgrim und Quano hier die Ratten töten lassen. Die laufen ja gleich amok hier. So, währenddessen kann Feiris mal die Ratten hier plündern, die großen. Haben die Giftigen was Besonderes? Nein, nur Wolfsratten. Schwänze. Dazwischen war noch eine zum Plündern. So, und dann gucken wir mal, dass wir sie zerlegen. Gut. Wird gemacht. Und dann gucken wir uns noch hier unten in Ruhe um in dem Keller. Die beiden haben ja jetzt die ganzen roten Punkte weggemacht. Wird gemacht. So, die Ratte zwischen den beiden will ich noch. Das war ein Fehlschlag. Na egal. Noch ein Fehlschlag. Feiris, lässt du mir hier nach? Aber sicher. So. Zu guter Letzt du hier. Magischer Ring. Gemacht. Hä? Wo hast du den verschluckt, bitteschön? Oder ist das der magische Ring, den der Typ benutzt hat? Hm, was haben wir denn da für einen Ring? Magiekunde zu niedrig. Quano, enttäuscht du mich? Ah, Ring der Ausdauer. Nicht unbedingt für Quano. Hm. Ich trage schon zwei Ringe. Ja. Feiris trägt auch zwei Ringe. Ja. Vorgrim trägt nur einen Ring des Lebens. Entweder gebe ich ihm den Ring oder Ardo. Und dann haben wir noch die toten Söldner hier. Einfacher Verwandt, Stulpenstiefel, ein Kurzschwert. Hm? Und den hier noch. Genau dasselbe, nur weniger Dukaten. Hier unten ist nur ein Klohäuschen. Und die Ratten sind auch häutbar. Eola. Was bringen die mir, wenn ich die häute? Fellfetzen und Lederbänder, ui. Aber gut. Die restlichen Ratten lasse ich jetzt mal einfach da rumliegen. Ein schäbiges Fass. Eine schäbige Kiste. Was? Schlag die mal bitte für mich ein. In dem Keller traut sich wahrscheinlich nachher eh keiner mehr. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier. Ja. Zerbrochene Pfeile, Sandstein und rostige Nägel. Und hier rostige Nägel und Geschosskugelsplitter. Noch eine tote Ratte.
Noch eine tote Ratte und noch eine Latrine. Ja, toll, aus den beiden Latrinen sind wohl die Viecher gekommen. Ah, dann würde ich mal sagen, war es das hier auch schon. Und wir können das Ding hier verlassen. Ging ja recht schnell. Mal kurz gucken, was wir so an Beute gemacht haben. Verbände und das hier will ich behalten. Den Ringpanzer gucke ich für Ardo. Die Stiefel und so können weg. Höchstens die Armschiene vielleicht für Ardo. Aber das werde ich ja sehen. Den Andergaster behalte ich auf jeden Fall. Der war ein Geschenk. Oh, ihr lebt und habt die Ratten besiegt? Wir wollten gerade die Tür aufbrechen, um selbst das Problem zu lösen. Ja, genau. Den Rattenzüchter haben wir schon verhaftet. Ja, der eine da zittert schon nervös und du klingst auch nicht gerade sehr viel entspannter. Also glaube ich kaum, dass ihr das Problem gelöst hättet. Aber es ist nett, dass die Stadtwache uns zu Hilfe kommen wollte. Ihr sollt natürlich für eure Arbeit hier einen Lohn erhalten, wo euer Auftraggeber nicht mehr zahlen kann. Nehmt dies hier. Das ist alles, was der Rattenzüchter noch bei sich hatte. Eine Dukate. Naja, gut. Der hockt jetzt im Knast. Etwa in derselben Zelle wie der Imker? Ich muss eben mal kurz in die Richtung. Ich bin nämlich beim Waffenhändler oder beim Rüstungshändler die Schwerter und die Stiefel verkaufen. Sowas braucht man nicht unbedingt unnötig im Inventar rumschleppen. Genauso wie die Wolfsrattenschwänze und die Fellfetzen. Und die restlichen haben ja eh nichts. Ihr habt euch richtig entschieden. Meine Rüstungen sind die besten weit und breit. Kein Schwert kann sie durchdringen. Seht euch nur um. Ja, ja, Handel, zeig uns mal, was du hast. Beziehungsweise ich zeige dir, was ich loswerden will. Erstmal Wolfsrattenschwänze, Fellfetzen, Stulpenstiefel, Kurzschwerter. Noch mehr Stulpenstiefel. Und das soll es gewesen sein. Gut. Du hast doch sowieso keine Probleme. Den Streit zwischen den beiden hören wir uns jetzt nicht an. Das ist nämlich eh immer dasselbe. Und da wäre die Zelle, der Gefängnisturm also. Oder haben sie ihn da eingesperrt? Nö. Hey, du! Hat man dich auch eingesperrt, weil du was gezüchtet hast? Ja. Ich habe Wolfsratten gezüchtet. In ihrer Schwänze. Und du? Bei mir waren es Feuerfliegen. Wegen des süßen Sirups. Summ, summ. Aber die haben giftige Stacheln am Schwanz. Deswegen gab es einen furchtbaren Aufstand. Wir sollten uns zusammentun. Feuerfliegen mit Rattenschwänzen wären doch lustig. Hättest du keinen Ärger mehr wegen der Giftstacheln und ich käme zu meinen lukrativen Rattenschwänzen. Das ist eine brillante Idee. Ich glaube nicht, dass die beiden irgendwas nochmal züchten werden. Die sehen nämlich erstens total gaga aus und zweitens sind sie da eh eingesperrt. Aber lustige kleine Sequenz. So. Lustiges Gimmick. Aber gut, damit wäre das geklärt. Und wir können uns auf den Weg machen zurück ins Jagdrevier. So, hier aufs Schiff, mal wieder. Und mit die Bartel. Zum springenden Hirsch. Ihr wolltet sicher was. Ja, ja, der hat seinen Standardtext. Wo soll es hingehen? Abfahrt bereit machen. Auf zum Jagdrevier, bitte. Also jetzt Jagdrevier, dann Tempel. Und dann wahrscheinlich zum Hammerberg.